Nee, was Monte seinen Room angeht, ich habe natürlich auch gestern in Monte seinen Livestream reingelinst. Ich finde es extrem geil, dass Monte so unglaublich viel Geld in das Ding reingesteckt hat, um auch irgendwo, weil irgendwie irgendwo zeigt es ja auch so unterschwellig, dass er seiner Community mit diesem krassen Gaming-Room, das total überteuert ist, auch was zurückgeben will. Dass er da einfach keine Kosten gescheut hat, so viel Geld in das Ding zu investieren für seine Community, die ihn da hingebracht hat, wo er jetzt ist. Finde ich an sich ein richtig geiles Statement, wenn man das so sieht. Ich finde aber, dass es einfach viel zu teuer ist. Und da sind auch so viele unnötige Sachen drin. Aber das muss er ja wissen, Digga. Was das Thema Kamerawinkel einstellen angeht, da muss Monte nochmal ran. Aber ich glaube, das war ja auch noch nicht final. Also, weil bei Monte ist halt eine Kameraperspektive. Da ist die Hälfte vom Bild der Tisch. Ey, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, Junge, was ist das? Als ich gestern Monte seinen Stream gesehen habe, der hat eine Cam, die leuchtet den von hinten an. Die filmt den von hinten. Und ich dachte mir so, Digga, das ist voll die weirde Perspektive. Ein Abonnent, der bei mir am Fenster steht, hätte genau dieselbe Perspektive, wenn er mir beim Stream zugucken würde. Und dann habe ich mich schon so ein bisschen gefühlt, als würde ich Monte gerade heimlich dazu dabei zugucken, wie er streamt. Unterstütze dich Produktplatzierung 5 Minuten 50, Sascha Video, Escalated Man. Ich bin krass gespannt, Sascha, auf dein Video. Ich mach Fenster zu, nicht, dass die Nachbarn sich erschrecken, wenn ich gleich mies am Rumschreien bin. Soweit, heute hat mir Luca mal wieder eure Instagram-Rapper zukommen lassen. Ich streame seit 6 Jahren. Ey, das habe ich live gesehen sogar. Da war ich bei Latin Daddy im Stream und hab's live angeguckt, Digga. Und ich würde gerade lieber Sex haben. Das heißt, auch heute schauen wir mal wieder nach, was Deutschrap-technisch alles so am Start ist. Ich kann schnell rennen, denn ich habe 3 Beine. Ich würde sagen, wir fangen... Alter, man muss aber sagen, wenn Sascha ein bisschen mehr auf den Rippen hätte, würde sein Gesicht wahrscheinlich tatsächlich so aussehen. Sascha in dicklicher, sage ich mal, den gibt's einfach nicht. Weil Sascha ist ein Ektomorph und Ektomorphs nehmen nicht zu. Also zumindest nur ganz, ganz schwierig. Sascha könnte jeden Tag übel viel essen und der Typ wäre immer noch dünner als ich, wenn ich ganz normal esse. Den verstehe ich nicht. Guck mal, ich erkläre es dir. Ein Ektomorph ist ein Stoffwechseltyp, okay? Der Sascha hat einen extrem... Der verdaut extrem... Wir gucken weiter. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Künstler. Let's go. Dies ist die 1 in meiner Gegend. Ich ging rein in die Spilo für das Plus auf meinem Konto. Heute Cash mit Rap 1000 Euro, aber pronto. Risiko im Ghetto mit den Drogen für die Kunden. Der Benz dreht die Runden. Bruder, heftiger Benz im Hintergrund. Meine Benz, ich hab dir gesagt. Ich mach heute Cash mit Melodien. Bekannter als Gonzalo Higuain. Diese Stimme macht süchtig wie Kokain. Schau, wie sie tanzen, Moscheri. Wie kann ich ihm jetzt sagen, dass es stimmtechnisch jetzt eher nicht so gut war? Kurze Frage, an der Stelle habe ich nicht ganz verstanden. Ist es sozusagen, er hat es aufgenommen und es war sein Musikvideo? Das ist es, oder? Ach, Digga, die Donation sagt zu mir einfach, Digga, Dono Wall. Bitte halt dein Maul dazu. Bruder, was war da los? Stimme. Alter, Sascha hat Autotune für sich entdeckt, Bro. Kommt mein Autotune-Album. Way back. Way back. Ganz kurz bevor das Ding hier losgeht, wenn ich das gerade so sehe, muss ich erstmal rein in die Werbung. Mein RTL! Die nächsten 30 Sekunden würde ich gerne nutzen, um gemeinsam mit der Bundesregierung und mit der Corona-Warn-App auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ist die momentane Infektionszahl am Steigen. Wir können das verhindern, indem wir weiterhin auf die Maßnahmen achten. Das heißt, wir achten auch weiterhin darauf, dass wir unseren Mund-Nasen-Schutz tragen und so oft wie es geht die Hände waschen oder desinfizieren und den Mindestabstand einhalten. Die Corona-Warn-App hat schon über... Da will ich ganz kurz betonen, den Mindestabstand immer einhalten, das ist sehr, sehr wichtig. Außer ihr seid gerade im Bett mit einer attraktiven Frau. Dann kann man tatsächlich mal eine Ausnahme machen, Freunde. 20 Millionen Downloads und ich selber benutze die Corona-Warn-App, seitdem sie online ist. Jede Maßnahme und jeder Beitrag zählt. Wenn ihr noch mehr Infos zu der Corona-Warn-App haben wollt, schaut unten in die Videobeschreibung. Mein RTL! Passende Kooperation zum Video? Check! Jo! Alle mit rein! Ist doch so. Ey, machen die gleich irgendwas, wofür ich dann jetzt gleich irgendwie Probleme bekommen werde? Oder kann ich das abspielen? Weil die haben gerade schon so einen Stinkefinger und so gezeigt. Das ist ja nicht so cool.
es geht 1, 2, Schüsse in die Luft, komm auf 3, 4, Reifen in die Haut, dazu 5, 6, Mischen in nem Glas, häng mit 7 oder 8 von meinen Homies in der Stadt, es geht 1, 2, Schüsse in die Luft, komm auf 3, 4. Bruder, das war richtig gut, Mann. Es kann natürlich auch sein, dass sich jetzt da gerade die 20er-WG versammelt hat. Oh. Grüße gehen an den mit... Es war echt nicht schlecht, aber ich finde, man ist auch ein bisschen leicht zu beeindrucken, weil man davor, sag ich mal, nur Kack gehört hat. Nichts gegen die Jungs war nicht schlecht, aber ich glaube, das schwingt da auf jeden Fall mit. Wir wollen raus, der anscheinend eine kleine Zahlenschwäche hat. Das geht eins. Bei Ado. Malek. 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 Hängt der Kollege? Malek. 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 Stand jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie der... Mane! 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 Genau. Der Kollege heißt, falls er Malek heißen sollte, hat sein Produzent nicht so viel versprochen. Holy shit, Kojan mit 5 Euro, vielleicht siehst du... Was war denn jetzt hier gerade los? Hat's bei euch gerade auch so geleckt, Digga? Bundesregierung! Hoffentlich schaut da gerade keiner zu. Das muss nur ein kleines Missverständnis zwischen Luca und mir gewesen sein. Nichtsdestotrotz war das jetzt ja gerade ein Baba-Video oder wie Maleks Musikproduzent sagen würde. Fair. Gut. Naja, wenn Angela sich dieses Video angeguckt hat, dann wird es auf jeden Fall demnächst mal Zeit für ein kleines Interview. Drebsen ist da schon das Angelcamp war. Ein voller Erfolg machte Knosse zum Star. Spontane Idee, das Internet lebt. Mit Sido im Schlepptau, die Menge sie bebt. Die Showmasters als Ghostbusters. Im Horrorcamp jetzt mit Protonblasters. Wer sucht die Geister? Knossi, so heißt er. Krone sitzt fest auf dem Kopf wie mit Kleister. Sascha, seine Nasen, ich hab da früher nie drauf geachtet. Es wäre mir echt nie aufgefallen, hätte man es nicht mal so erwähnt. Aber wenn ich jetzt so auch näher drauf achte, aus dem Winkel gerade, das sieht echt pervers aus, Digga. Sieht auch ein bisschen aus wie das Omega-Lul-Logo. Ah, das ist das. Warte. Luca, Dirndl Weed jetzt online. Bro, hast du Geld bekommen, damit du das mit reingepackt hast? Ja, Bro, immerhin bezahlen die im Gegensatz zu dir. Ey, Digga, Dirndl Weed, Junge, Alter, der jodelt auf Autotune. Ganz, ganz wilde Nummer. Ja. Nico Rosberg 2020. Ach du Scheiße, Digga, jetzt wird's krass. Sie. Freut sich schon so. Sie. Ey, der Junge hat Humor, Digga. Lässt keinen an sich ran. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Sie. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal Unsympathisch TV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Pick your site where you want to put your foot. Ah, Digga, das muss so wehgetan haben. Ey, geiles Video auf jeden Fall. Die Jungs, die packen es, glaube ich, gerade gar nicht, Digga. Dass deren Song einfach durch die Decke geht. Einfach saftig mit Dirndl Weed.